Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls mit den Lorena am Spielen, den Simon am Kommentieren und Scheiße labern. In der letzten Folge hast du den Boss geballert. Geballert? Den hast du geballert. Du hast den sexy Die Frau habe ich geballert. Du hast die sexy Frau geballert. Und du bist zurück zum Feuerbandschrein gegangen und du hast gesehen, dass die Feuerhüterin gestorben ist durch jemanden, den du befreit hast. Also war schon ein bisschen deine Schuld. Schon ein bisschen dass das arme, schweigende Mädchen gestorben ist. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich am besten lang gehe. Auf jeden Fall haben wir entschieden, dass wir in den Tiergarten gehen. Aber vorher können wir noch ein bisschen abklappern, weil es haben sich ein paar neue Sachen getan. Zum Beispiel, gehen wir zum Friedhof. Ein paar neue Sachen. Da hinten ist übrigens, guck mal, den hast du auch befreit, den Typen. Der würde Pyromant-Sachen verkaufen, aber der ist eigentlich uninteressant, der Boy. Pyromantie, bla bla bla, blieb, blub, blub. Geh einfach weg, muss nicht mehr antworten. Nein, ja, Wunder. Oh, hallo. Was ist? Das ist das Problem, von dem der Typ in der letzten Folge gesprochen hat. Das sieht böse aus. Was böse? Kannst ja mal hingehen. Greif mich das an. Guck mal, das ist ein Geist, der davor springt. Das ist ein anderer Spieler, den du so siehst. Der hat ein 360 gemacht, hast du gesehen? Ah, hello. Der sieht doch crazy aus, ein bisschen. The Bell of Awakening. Was soll das sein? Oh, keine Ahnung. Die Urschlange. Die Urschlange. Königssucher Framd. Hä, soll das ein Pferd sein oder so? So mit dieser. Wegen dem Gebiss meinst du? Und weil das so kaut. Suchst du solche Erleuchtung? Suche ich das? Du bist der Chosen Undead, Alter. So hat er dich genannt. Guck, der macht so Geräusche wie ein Pferd, oder? Euer Schicksal. Die Nachfolge des großen Fürsten Gwyn anzutreten. Ist so richtig Story und ich guck das auch Geräusche wie ein Pferd. Das ist voll der Behinderte. Ja, die Story. Ja, dann. Ist auch echt egal, aber. Aber du musst doch Anor Londor und das Herrschergefäß erwerben. Gefäß. Lord Vessel. Okay. Und das ist deine nächste Aufgabe. Du musst nach Anor Londor. Will der mir nicht noch irgendwas schenken? Oh! Ein Menü? Ein Menü? Das ist eigentlich auch schon voll der süße, der Typ. Der ist süß. Aber nicht, fast so süß wie Laura. Ja. Aber manchmal, wenn du wieder dahin kommst, dann schläft er auch da so. Das ist schon süß. Du kannst den eine große Scherbe füttern oder einen grauen Bocken füttern und dann macht er irgendwas, aber große Scherbe brauchst du, also. Grabe umbauen. Ich glaube, damit kannst du deine Waffe plus 10 verstärken oder so, oder? Das ist schon krass. Macht er dann irgendwas cooles? Ja, also du kannst auch Gegenstände. Du kannst ihn als Mülleimer ein bisschen benutzen und den Gegenstände geben und dann frisst er die und gibt dir Seelen oder so. Ganz komisch. Lol, ich liebe den jetzt schon. Ich lieb den voll. Oh, der Süße. Wo ist es her? Ich lieb den Fond. Keine Ahnung, ist das nicht einfach so Assi-Slang? Voll der Süße, ich lieb den Fond. Schon von Fuck You Goethe oder so. Wenn es um Assi-Slang geht, kommt das immer davon. Nee, da musst du nicht lang zum Friedhof. Ich wollte nur, dass du den Typen einmal siehst, weil der süß ist. Voll der Süße. Fast so süß wie Laurens. Ja, ist er. Ja. Aber gut. Was machen wir da jetzt? Scheiße, das passt einfach immer. Und die Typen hast du auch noch nicht mit denen gesprochen. Der seine Homies sind jetzt alle, die genauso so bescheuert aussehen und die genauso fette Beine haben. Die sehen so dumm aus. Ja, die haben auch nicht für den Bier, wie es aussieht. Wen haben wir denn hier? Oh lol, da ist ja auch sieht mitgenommen aus. Die Zeiten sind hart, aber ihr könnt euer Äußeres pflegen. Wagt es nicht so, vor meine Dame zu treten. Ist das deine Dame oder was? Scheinbar. Erstmal badass. Backstep. Ist sie auch untot? Die hat eine Mission, Alter. Aber nur wenn ich menschlich bin. Wie nur wenn du menschlich bist? Ja, die meint doch, ich bin untot. Hat die mich gerade gefrontet, Alter? Nee, ich glaube, die hat sich sogar Props gegeben, so ein bisschen. Ja. Oh, hello. My guests have finally arrived. I will be cutting them shortly. Wo wollen die denn hin? I'm afraid I will be saying goodbye soon. Oh. It was a pleasure. Oh, der geht bald. Wo wollen die denn ja, hin? Fuck die, Alter. Die ist gut. Wir wollen in den Tiergarten süße Ziegen streicheln. Richtig?
Ja. Du gehst jetzt zum Schmied. Zum Schmiedru. Schmiedru. Will ich dahin? Schmiedru. Wie? Will ich dahin? Zum Schmied, ja. Du willst zum Schmied. Da komme ich zum Tiergarten. Ja. Und du kommst da auch weiter, weil da... Ach, da ist das, wo auch das Tor aufgegangen ist. Da ist das Tor aufgegangen, aber zum Tiergarten musst du eigentlich nicht da lang, sondern das ist noch ein bisschen anders, der Weg zum Tiergarten. Das hätte man auch schon eher hingehen können, aber ich habe mir gedacht, der Tiergarten, den gucken wir uns zum Schluss an, wenn du den verdient hast. Dann gucken wir uns den an. Und ich glaube, du hast dir den schon verdient, den Tiergarten. Hä, du verwirrst mich gerade übel hart. Man hätte ja schon vorher hingehen können. Wo ist denn lang? Zum Schmied. Zu André. Zum Schmied. André von Astora. Ich bin da doch letztens hingegangen und hab doch Sachen bei denen gekauft. Ja, du hast den hier auf jeden Fall gemacht. Ja, aber just for the lulz habe ich den gemacht. Ach, das war Astora, ne? Du weißt doch, wo der Schmied ist. Nee, da war ich noch nicht so oft. Da, meistens bist du sogar für mich da hingegangen. Meistens? Ich bin einmal für dich da hingegangen. Ja, ich war da ja noch nicht so oft. Einmal, zweimal. Wir haben die Folge da gestartet, weißt du nicht mehr? Ja, einmal. Ja, ja. Da ist auch ein Leuchtfeuer und alles. Du bist echt unmöglich, Lorena. Du bist echt unmöglich. Zu deinen... Das war krass. Das war krass. Du bist echt unmöglich. Also deine Orientierung ist echt unmöglich. Ja. Ich meine, meiner ist halt im Real Life mega schlecht, aber... Hier war das. Muss man stehen bleiben. Drei Gegner auf einmal fight. Ja, warum nicht? Sind alle one-hit. Sind alle one-hit. Nice Backstop. Ja, ne? I tried. Oh, nicht mal ihm. Ja, reicht doch. Hier lang? Hör mich anzugucken. Hör auf mich anzugucken! Okay. Ja, es war hier. Es fühlt sich richtig an. Oh ja, ich höre ihn. Oh Mann, ey. André, der ist bestimmt voll traurig, dass du ihn immer wieder vergisst. Das weiß er ja nicht. Der denkt sich so... Was ihn ehrlich boah, weiß, dieses, macht ihn nicht halt. Dieses Mädchen, was mir diese große Glut gegeben solche hat, solche Rasten machst voll, ja, das ist voll die Süße. Hoffentlich vergisst sie mich nicht. Weil dass ich ihre Waffe verstärkt habe, plus 5. Plus 6 sogar. Aber du hast ihn einfach vergessen, so, ja, wer hat meine Waffe eigentlich verbessert? Ja, fuck it. War bestimmt voll der Spasti. Lol. Das ist ein anderer Spieler. Ich dachte gerade, der greift mich jetzt an. Nö. Nee, da willst du nicht lang. Da geht's wirklich weiter. Da kommst du dann weiter. Wir wollen ja erst im Tiergarten. Du willst erst zu den süßen Welpen und Ziegen. Hä, hey, warum trollst du mich die ganze Zeit? Warum troll ich dich? Das ist doch eh nicht so. Das ist eine untote Welt, da gibt's sowas nicht. Können wir irgendwas Cooles machen? Bei ihm nicht, ich glaube nicht. Wir haben ja letztens schon sehr viel bei ihm gemacht. Bei dem Süßen. Kann man noch was verstärken. Zu gucken, ob man noch offen. Oh mein Gott, ich kann es wirklich verstärken. Soll ich? Nee. Warum nicht? Nö. Finde ich nicht. Ich finde, du bist stark genug. Okay. Ja, was fragst du mich denn? Soll ich? Oh, jetzt brauche ich zwei. Alter. Zwei große Scherben. Wucher. Richtiger Wucher. Von wegen süß. Warum verkauft er dich nicht, der kleine Spassi? Du bist so schon mega stark. Ach ja, genau, das musst soll du kaufen. Das kaufen. Ja, stimmt, habe ich wohl vergessen. Musst du kaufen, sonst wären wir jetzt 20.000 Seelen. 20.000 Seelen! Gut, dass ich noch so viel habe, ey. Ja, wegen dem Boss. Ich wollte eigentlich gerade noch hochleveln. Ja, da hätte ich dich schon aufgehalten. Nachgedacht hab. 20.000 Seelen. Ja, ja, ist gut. Du weißt vielleicht noch, wenn du da unten weitergehst, was kann auf dich zukommt. Kann ich meine Rüstung verstärken? Was braucht man dafür? Ja. Auch die Scherben. Rüstung verstärken, das ist scheißegal. Dann weißt du, Rüstung verstärken ist halt, dann stirbst du halt nicht durch zwei Schläge, sondern durch zwei Einviertelschläge. So, okay. Ist halt so, wow. So, wo lang hier lang? Da erinnerst du dich vielleicht noch an den Typen, der da dann ist. Sehr gut umgeguckt. Ach, den meinst du? Sehr gut umgeguckt. Das war echt größer Troll gerade. Ja, du hast halt so überall hingeguckt. Was hat das für eine Range? Du hast halt überall hingeguckt, außer genau nach vorne. Muss ich den jetzt fighten? Kann ich einfach an dem vorbeirennen? Oh Gott. Ja, du kannst auch einfach dein ganzes Leben lang vorbeirennen. Renn einfach an dein ganzes Leben vorbei. Yo. Fight ihn doch, der ist doch cool, Alter. Guck mal, wie der aussieht. Du hast noch nie so einen Boss, einen Gegner gefightet. Und vielleicht doppelt er sogar was Geiles. Aua, oder vielleicht tötet er mich auch einfach. Ja, muss halt aufpassen, dass er dich nicht killt, ne? Aber du solltest stark genug für ihn sein, auf jeden Fall. Guck mal, sein Kopf ist einfach irgendwie so eine Rune.
Und der hat den vierten Bein, Alter, der Arme. Der ist irgendwie heftig so, Der hat ein Bein, der hat ein Bein verloren, der Arme. Das ist übel, der Krüppel. Der Arme, du machst den übel für Damage. Er ist einfach ein Stein. Ein Stein? Oh, du hast ihn gestunt. Du bist auch wegen Ausdauer, jetzt hast du nämlich keine Ausdauer mehr. Au. Oh, kurz vor knapp. Hast du ihn getötet? Jo, das war jetzt nicht so schwer. Ich hab mich ein fast leuchtender Gegenstand. Mhm. Ein Dämon-Titanit hast du bekommen. Cool. Was kann man dann machen? Waffen verstärken. Immer. Im Moment kriege ich nur Items, um mir Waffen verstärken können. Ja, freu dich. So, zurück zum Schmied. Nein, damit kannst du Waffen verstärken, die besonders sind. Ach so. Jetzt bist du im Finsterwurzgarten, wird da gleich angezeigt. Ist quasi der Tiergarten. Ja, Finsterwurzgarten und Tiergarten ist ja fast dasselbe. Guck mal, das warum wird das nicht angezeigt? Cool. Vielleicht gleich. Cool. Steht hier jetzt bestimmt. Pass auf, Feind. Das Troller. Ich glaube, da kommen keine Feinde mehr. Guck mal, ein Busch. Das ist auf jeden Fall schon mal kein Tier. Boah, aber gartenmäßig, ne? Du, und hier hätte man auch früher schon. Alter, die Two-Shot ist die, ja. Klar, du warst ja die ganze Zeit offen. Ne? Lila Moosklumpen. Der ist vor der Spinne mal hier hingegangen, ne? Kannst ja. Wo steht denn nicht Finsterwurzgarten? Naja, whatever. Da, Finsterwurzgarten. Yay, Finsterwurzgarten. Voll süß. Guck mal, da ist es Nacht aus irgendeinem Grund. Und du siehst sogar die Burg, wenn du dich genau umschaust. Da hinten ist die Burg, von der du auch kommst. Oh, shit, hab ich mich erschrocken. Der hat mir sogar echt Damage gemacht. Ja, deshalb am Anfang gehe ich da nicht so gerne hin, sondern erst ein bisschen später. Warum? Guck mal, der hat was gedroppt. Was könnte der gedroppt haben? Will ich verarschen? Das ist die Leiche durch den Boden durchgefallen, bevor du die packen konntest. Ohne dass ich wissen konnte, was er gedroppt hat. Und wahrscheinlich wieder dasselbe Ding, dieses Anti-Ding da. Moosklumpen. Moosklumpen. Wo ist die Moosfrau? Achtung vor, die Eidechse. Aha. Aha. Gute oder böse? Gehe ich den richtigen Weg? Nö. Juckt mich nicht. Finster, wo ist das Becken? Soll ich erst den anderen Weg gehen? Macht das Sinn oder kann ich ruhig hier lang gehen? Ja, du kannst da lang gehen, aber der andere würde jetzt ein bisschen mehr Sinn machen. Wenn du wirklich Tiere streicheln möchtest, ich weiß nicht, was du möchtest, oder Eidechsen jagen oder Tiere streicheln, muss man sich entscheiden. Da leuchtet was. Und weg. Die Eidechsen hast du schon mal gesehen. Die verschwinden nach einer Zeit, wenn du nicht schnell genug bist. Achso, dann geben die irgendwas. Also gehe ich nach Essen. Ja, da unten willst du nicht lang, da kannst du nachher lang. Ich glaube, da geht es sogar dann zum DLC. Lol. Das gibt es kann man das jetzt schon machen? Nee, du kannst jetzt noch nicht zum DLC. Das DLC ist so richtig weird versteckt, was man eigentlich so gar nicht wissen kann. Das hä, und woher weiß man das dann? Internet. Echt? Wie dumm ist das denn? Ja, also... Stell dir vor, du kaufst dir das und dann... Ja, checkst du das gar nicht? Ja, das ist nicht komplett weird versteckt, aber es ist schon nicht so offensichtlich. Ist halt nicht ein DLC, was du kaufst und dann spielst du das, sondern ist ein DLC, was halt in-game so einprogrammiert ist, was aber doch schon verwirrend ist. Guck mal, da ist auch die Burg, wenn du jetzt nach oben schaust. Das ist die Burg, wo du auch die Gargoyles da irgendwo gefallen kommt hast. Kommt jetzt wirklich was mit Tierstreicheln, Alter? Ey, stolz mich mir doch mal ein bisschen. Es kommen auf jeden Fall Tiere. Streicheln ist halt, die Definition von Streicheln ist halt interessant. Interessant, wahrscheinlich eher schlagen. Ne? Wahrscheinlich eher schlagen. Aber es kommen Tiere. Mir wurde ein Tierestreicher versprochen. Guck mal, die. Also, Two-Shotten tust du die schon, das ist echt ja, krass. Ja, das war ein starker Angriff. Dann war es, glaube ich, sogar One-Shot, oder? Ja, war es auch. Alter. Schon du machst was. Schon heftig viel Damage auf jeden Fall. Ich hab dir jetzt nochmal versprochen. Aber Lawrence hat nachher auch heftig viel Damage gemacht. Ich bin halt der Einzige, der es gespielt hat, ohne dass mir jemand gesagt hat, wie man irgendwas macht. Und dann habe ich die ganze Zeit mit einer Waffe gespielt. Ja, hab dann mir keine ist Gedanken ja gemacht. Krass. Also, warte, geh mal links, so ein bisschen. Und dann noch weiter rechts. Rechts. Ja, rechts, rechts. Jo. Warum nicht dadurch? Dreh ich mal um. Oh. Lol. Lol. As fuck. Ja, also echt. Du musst daran rasten, wenn du das spawnen willst. Ich meine, vielleicht willst du ja nicht spawnen, aber. Nein, ich würde es dir empfehlen. Juckt doch nicht. Soll ich leveln? Ich hab ein bisschen. Ich glaube, das reicht gar nicht, oder? Nee, reicht doch, glaube ich, gar nicht. Nee, du brauchst 7000 fürs nächste Level.
Krass. Ja, also du kannst durch die Tür da gehen. Dafür was war das denn? Ja. Ja, du kannst. Das war so ein richtiges Rapper, ja. Rapper? Ja, die machen noch zwischendurch so ein richtig durch die Nase so. Ja. Genau so eins war das. Was? Oh, kommt dann Boss? Ja. Ja. Falle. Die drei Bäume. Ja, so richtig geil, wie du sonst immer vorsichtig bist, wenn da keine Falle ist. Und dann ist eine Falle, dann bist du richtig unvorsichtig. Das ist halt echt gefühlt immer so. Ganz ehrlich, die drei Bäume, ne? Warum hat er das jetzt gemacht? Er hat dich gepackt. Oh. Weil du ihn unterschätzt hast. Oh, der macht mir sogar heftig Damage. Scheiße. Scheiße. Ich hab halt wieder drei benutzt, ne? Was ist das immer drei? So, entweder ein oder drei kann ich benutzen. Nee, geht nicht. Einer oder drei. Ich glaube nicht an zwei. Lila Muskelbahn. Wäre ich mir früher hingegangen. Hier ist ein roter Muskelbahn. Oh, das ist bestimmt das, womit man das Heftige dann machen kann. Nee, damit kannst du Blutung stoppen. Also soll ich jetzt da, wo du gesagt hast, durchgehen? Oder? Nee, du kannst da beim... Hier durch. Genau, weitergehen erstmal. Ja. Ja, und was war mit dieser Tür? Die Tür, das ist dafür hast du den Schlüssel gekauft, aber da kannst du nachher hingehen. Man muss ja erstmal bei den kleinen Tieren anfangen. Ein bisschen kleine Tiere streicheln und dann große Tiere. Mich übel. Oh, da ist ein tolles Item, was du haben willst. Siehst du das Item da hinten? Ja. Ich würde da hinsprinten und mir das gönnen. Oder du gehst erstmal so ein bisschen darauf zu. Du kannst auch safe machen. Oder unsafe. Du kannst ja mal schauen. Erstmal sprinten instant. Das weiß ich noch, das ist ein tolles Item. Ja. Habe ich's? Es hat immer noch geleuchtet. Ja, du hast es noch gehabt. Es hat nicht mehr geleuchtet. Wo gehe ich jetzt hin? Ja. Oder falte ich das jetzt einfach alles? Ich wecke erstmal einfach alle auf. Ja, das machst du scheinbar gerade. Oh, das ist gar kein Item. Nee, vielleicht sollst du erst die Bäume fighten. Deine hat dich schon wieder verloren. Alle fighten, oder? Ja. Also du lockst gerade jeden. Oh, aber mittlerweile wäre es vielleicht schlau, einfach sich zurückzuziehen oder weiterzulaufen. Ja, wo denn hin? Ja, zurückziehen bedeutet das, wo man herkommt. Aber du hast. Die zweite Option war weiterlaufen. Ja, oder weiterlaufen. Da musst du halt wissen, wo es weitergeht. Ziehen wir uns erstmal zurück. Die Bäume sind schneller als diese Riesenviecher, die du da gesehen hast. Wenn du schnell genug bist, kannst du einfach zum Lagerfeuer rasten. Und spawnen alle neu, aber dann sind die halt wieder weg. Aber ich glaube, du bist nicht schnell genug. Wenn da Gegner in der Nähe sind, oh doch, du bist schnell genug. So, dann drück mal Start. Dann einen nach rechts. Ausrüstung, dann nach unten. Und dann wechsel deine ganze Mal mit der Rüstung, die du gerade gefunden hast. Die ist heftig sexy. Ganz oben. Elite-Ritter-Rüstung. Alter, die ist aber heftig die schwer, oder? Heftig sexy. Die ist übelst Fashion Souls. Die ist heftig sexy. Da siehst du nämlich richtig nice aus. Elite-Ritter-Helm, jetzt guck dich mal an. Alter, ich bin ja so langsam jetzt. Guck mal, wie du aussiehst. Wie ein richtiger, richtiger Adventure, Alter. Ich sehe aus wie ein NPC oder so. Du hast fast Fat Roll hast du. Alter. Vielleicht machst du die... Du siehst einfach mega cool aus, aber du musst halt aufpassen, dass du... darf ich mal kurz... Wie viel hast du denn? Also ich mit der schnellen Rolle habe ich nie gefightet, sondern ich glaube, du brauchst die Hälfte. Ach, du hast Havels Ring leider nicht, ne? Was ist das? Das ist ein ganz wichtiger Ring, den wir dir gleich noch holen werden. Wie kommt man da hin? War das von da? Oh, nachdenken, Simon. Ja, nee, Walle oder so. Oder... Finsterwoods Becken? Ich glaube, Finsterwoods Becken. Du brauchst unbedingt einen Ring, denn es gibt einen OP-Ring, durch den hast du ganz viel Austragelast und dann kannst du das hier locker tragen und dich noch ganz gut abrollen. Aber im Moment musst du halt schauen. Naja, dem Moment ist mir das zu kacke. Vielleicht kannst du den Helm abnehmen. Nee. Vielleicht kannst du Sachen austauschen. Ich guck immer diese Kack-Taste. Hä, ich glaube, die andere war ja schon viel zu schwer für mich. Alter, ist das ekelig. Guck mal, jetzt habe ich die. Die normale Rolle, ja. Die ist halt schon chillig. Diese ganz schnelle Rolle braucht man eigentlich auch nicht. Du kannst dich ja sogar menschlich machen. Siehst du vielleicht sogar gut aus, ein bisschen. Hä, als ob ich einfach keine Rüstung nehme. Super scheiße. Das sieht richtig bescheuert aus. Sieht echt so dumm. Einfach größter Troll.
Ja, du kannst die andere Rüstung tragen, aber die bringt auch viel mehr, diese Rüstung, ne? Hast du ja vielleicht gerade gesehen bei den Stats, die hat, die hat 39, ne, Verteidigung und die hat 23. Feuer ist halt sehr gut bei hier, aber guck dir mal an, wie geil die im Vergleich dazu aussieht, oder? Ich finde meine eigentlich schon ganz gut. Sie sieht halt aus wie ein richtiger Ritter. Ja, finde ich scheiße. Guck mal da oben. Ich will gar kein Ritter sein. Guck mal da oben. Eine Fee. Oh, ich habe doch gesagt, süße Sachen sind hier. Ich warte noch auf die süßen Sachen. Willst du dann die andere erstmal tragen? Ja, wieder meine normale. Das war Wanderer, glaube ich. Was bedeutet diese Zahl, die zweite von rechts? Oh Gott, frag mich das nicht. Weil ich habe die zweimal und einmal steht da 400. 196 meinst du? Ich glaube, das ist. Wie heile Robustheit. Die noch ist? Robustheit, ja. Ach so. Ich finde, die sieht auch hässlich aus, oder nicht? Hä, geht voll. Ist heftig hässlich. Ich bin halt ein Dieb. Also hier erstmal nicht lang. Du kannst da lang gehen, du kannst aber auch erst da hinten lang gehen, das ist echt cool. Ich will das nur einmal wenigstens aufmachen. Artorias Wappen benutzt. Und jetzt gehe ich wieder anders. Der Tease. Warte nicht. Obwohl, ja warte, genau, okay. Doch, da geht. Du kannst zurückgehen und dann kannst du dir diesen Ring holen. Das macht Sinn. Wo ist denn der? Ist der weit weg? Bisschen. Da ist ein Item, was wir nicht gesehen haben. Ist halt im Becken da. Kaboom. Was hast du gemacht? Ich wollte auf OK drücken. Was ist da für 1000 Jahre gebraucht? Kann man diese Bäume wegstemmen? Nee. Das sind Bäume. Bäume haben keinen hinten und vorne. Da ist auch ein Item. Die Frage ist, wie kommt man da hoch? Ist das da der beste Weg dahin? Sollte eigentlich. Oder gehst halt. Oder soll ich jetzt erst das machen? Oder ja, du kannst auch erst das machen. Dann geh erstmal ein paar. Dann geh erstmal ein bisschen Tiere streichen, jetzt wo du gerade schon da bist. Das macht mehr Sinn. Was hat es mit diesem Tiere streichen auf sich? Rechts oder links jetzt? Ganz rechts dann. Wenn du erstmal leicht anfangen willst. Ja, erstmal ein bisschen. Nachher, wenn du halt. Du kannst ja, stell dir vor, du gehst direkt zu den großen Tieren oder so, ne, dann. Hä, dann sind da irgendwie 1000 verschiedene Bosse oder was? Dann ist man halt, dann ist man noch nicht richtig prepared, ne? Erstmal mit den kleinen Tieren anfangen, schon mal so ein bisschen darauf konzentrieren, dass sie eigentlich beißen. Weil Tiere beißen auch, wenn du ein bisschen assi zu ihm bist. Ja. Auf jeden Fall. Also stell dir vor, du würdest halt einen Löwe streicheln oder eine Ziege. Da würde ich erstmal mit der Ziege anfangen, um so einen gleichen Einstieg zu haben, weißt du? What the fuck is going on? Woher findest du nicht? Doch, ja, auf jeden Fall. Okay, und was mache ich jetzt? Alle fighten, die hier sind? Ja, du kannst den Fetten da schon mal fighten, da, den der da so aufsteht. Einfach nur, damit du den mal. Hä, hey, welcher kennst. Der aufsteht? Den da, ne? So, der ist alleine dann auch. Was ist Spaß mit denen? So, supi. Ach, klar, der ist natürlich erstmal einfach. Unverwundbar. Unverwundbar. Oh. Oh. Was macht der da? Der hat mich verlangsamt oder so, oder? Ja. Was macht der mit mir, Simon? Was macht der mit mir? Er hat dich verlangsamt, du kannst nicht rollen. Was mache ich jetzt? Dich heilen? Jetzt wieder weg. Der macht das halt, du musst out of range sein, dann trifft dich das nicht. Das sieht übel viel Ausdauer, der Typ. Aber du machst den auch richtig krass viel Damage, wie er weggesprungen ist. Ha! Tot. Das war krass. Krasser Fight. Was für ein Spagat der jetzt macht. Und jetzt? Guck dir nochmal an. Der Spagat. Da werde ich schon feucht, wenn ich das sehe. Was? Ja. Okay. Den auch noch aufwecken? Zwei. Ja, warte. Oder du gehst links herum. Du musst jetzt nicht alle fighten da. Wir sind ja eigentlich nur für die süßen Tierchen hier. Den Endgegner-Boss. Endgegner, der wird hier nicht sein. Nicht? Nein. Der Endgegner, der ist ganz am Ende des Spiels. Das heißt ja auch Endgegner. Wo muss ich denn lang, Simon? Wo muss ich denn lang? Wenn ich leise dran vorbeigehe. Oh, er ist aufgewacht. Wenn ich nicht zu nah an die anderen rangehe, wachen die nicht auf, ne? Nö.
Halt richtig seine Rüstung, aber irgendwie hört sich ja so fleischig an, wenn du ihn triffst. Das hört sich, richtig seltsam an. Komisch an. Das war Rüstungssound. Das macht der Hoyong. Aber du hast sie voll gekillt. Stirb, du Spasti. Die sind eigentlich ganz witzig, weil die so langsam sind. Ganz witzig. Ganz witzig. Versuch's mit Angreifen. Guck mal hinter dir. Ja, ich glaube, der meint den Baum. Der guckt dich so komisch an. Lol. Sneaky. Was haben wir jetzt gebraucht? Du hast ein Wesen getötet. Geil. Und das Seelen bekommen. Jetzt stuck das hier so rum. Einen haben wir noch. Entweder geht das auch auf Range oder du greifst ihn an. Ja, also das war viel zu langsam, logischerweise auf Range. Was denn jetzt? Ich will ihn verstecken. Okay. Du kannst ihn eigentlich killen. Jo, so zum Beispiel. So, na gut. Auch gut. Oh, gut. Du bist mittlerweile schon wieder so ganz krass am Leise reden. Ich wollte gerade auch, das wollte ich auch gerade selber sagen. Ja, manchmal machst du das halt, dass du ja, dann so... Ja, ich kehre dann so nicht rein. Okay. Das ist mein Stilmittel. Ach so. Das ist extra. Tust du, als wenn du irgendwie so mega süß wärst und so richtig, so richtig, Oh mein Gott, genau so. Du hast mich durchschaut. Du hast meine Masche durchschaut. Also so richtig tust du so, jetzt als wenn du so eingeschüchtert wärst. Oh ne. Mondlichtschmetterling! Oh, kawaii! Wo denn? wo denn? Da! Kawaii, da ist er. Oh, der ist voll schön, den will ich nicht fighten. Tja, dann. Wie soll ich den überhaupt fighten? Der Boss ist quasi... Ach, das ist kein krasser Boss eigentlich. Der Boss ist quasi überleben und dann Damage machen. Also er wird jetzt die ganze Zeit so krasse Sachen machen, die du dodgen musst. Guck mal, das ist richtiges Mondlicht, ey. Und die musst du halt irgendwie überleben. Und dann wird er irgendwann dahin kommen und dann machst du den Damage. Der hat eigentlich nur zwei Attacken, und zwar die, die er jetzt macht. Und dann macht er noch so einen Strahl, den man ausweichen muss. Der hat... Nee, das ist er nicht. Das ist er. Den musst du rollen. Blocken wirst du zu wenig Sachen für haben. Du musst in den Reihen rollen. Genau so. Perfekt. Nicht so. Da musst du am besten einfach blocken. Ich weiß gar nicht, das kann man auch irgendwie dodgen am besten. Man kann auch die Tür da hinten benutzen. Zu spät. Und irgendwann, wenn der Bock hat... Jetzt hin. Und jetzt darfst du Damage machen, bis er gleich explodiert. Oh. Ausdauer. Und gleich musst du weglaufen. Jetzt musst du weglaufen. Wie weit weg? Weit. So. Und das ist der Bossfight. Aber du hast keine Heilsachen mehr. Also sieht es nicht so gut aus. Echt nicht so du kannst Menschlichkeit benutzen, um dich zu heilen. Warum machst du das jetzt? Warum nicht? Du hattest voll viel Heilung. Du, jetzt wirst du wahrscheinlich die nächste Attacke nicht überleben. Das dauert mega lange. Ja. Ging aber, du bist ja so weit weg von ihm. Oh. Ja, versuch das einfach zu blocken. Und das musst du rollen. Ja, nice. Guck mal, ich geb dir das übel, das Tutorial. Aber das ist halt auch, weil dieser Boss eigentlich... Das ist halt zum Streicheln eigentlich so ein bisschen. So ein bisschen schicker Boss, aber... Sieht ganz schick aus. Kann man ein bisschen streicheln. Geht er jetzt? Jetzt geht er. Nee, doch nicht. Ich glaube, das ist sogar random, wenn das macht. Warum lass du? Ja, weil das eigentlich ziemlich gut ist. Ja. Oh. Das muss jetzt gedodged werden. Oh, du nutzt die Zeit nicht für Damage machen. Oh, viel zu weit weg. Rollen dauert viel länger. Das muss direkt wieder weg. Direkt wieder weg. Da ist auch gerade einer. Der fightet den. Du kannst deine Waffe sogar am besten dann zweihändig nehmen. Du musst ja nicht blocken. Oh, du bist reingerollt quasi. Langsam geht mir die Möglichkeit aus. Ja, du hast noch 5 Stück. Und die halte ich jedes Mal voll. Du verschwendest die nur ein bisschen, wenn du jetzt 3 Menschlichkeit hast, ne? Einfach nichts machen. Oh.
Dieses in sich kehren. Geht die jetzt? Geht die jetzt? Du siehst ja, wenn sie richtig dahin geht. Oh. Kann man auch durchrollen, wie es aussieht. Ja. Ich habe mir jetzt nicht die krassen Tactics dafür ausgedacht für den Boss. Wolltest du angreifen? Nein. Ist wenig Leben. Ja. Das ist ganz wenig Leben. Du musst mehr, viel mehr Schaden machen, wenn er gleich runtergeht. Mhm. Schon mal so ein bisschen in der Nähe vielleicht. Sollte ja bald wieder sein. Jetzt. Zweihändig. Dann aus Ausdauer warten. Ja. Jetzt nochmal. Könntest du ihn finishen? Oh, noch einmal angreifen. Wow. Ich hab gar nicht viel damit gemacht. Scheiße, wie ärgerlich. Du hättest ihn halt finishen können. Dann bist du weggegangen. Dann bist du nochmal hingegangen. Dann hättest du währenddessen zwei Attacken machen können. Oh nein. Jetzt dauert das wieder eine halbe Ewigkeit und nur für einen Hit, ey. Ja. Du kannst auch Wurfmesser werfen. Vielleicht. Wenn du Wurfmesser im Schnellleister hast. Nein, habe ich nicht in der Schnellleiste. Du könntest auch den Bogen rausholen und damit dann bekämpfen. Habe ich auch nicht. Es geht nicht im Fight, dass man dann unbesiegbar ist, ne? Also, dass man dann. Nein, aber man kann das im Fight wechseln. Man kann ins Menü gehen und einfach richtige Pros machen, das halt innerhalb von einer Sekunde einfach. Zack, zack, zack. Ja, aber nicht ein richtiger Pro, nein. Nein? Du siehst es doch immer so gut von dir selber, aber gut. Das hat Lorena erst gesagt, sie ist kein Pro. Der Lebensbalken. Der Boss ist ja so nervig. Gehst du runter jetzt? Bitch. Mach die da. Umfliegen? Ist halt ein Schmetterling. Was macht Schmetterlinge? Oh Gott, du heilst dich nicht, okay. Hier musst du dodgen. Natürlich dodge ich den. Oh? Okay. Jetzt kannst du hingehen. Warum rollst du immer? Das ist viel langsamer als alles andere. Wow! Yay! Yay. Ich hab 5 Menschlichkeit! Du hast deine Seele bekommen. Ihr habt gesiegt. Yay. Und jetzt? Und damit jetzt beenden wir die Folge. Wir haben. War gar nicht unnötig. Warum? Ja, ist halt ein Boss, aber der ist halt nicht wirklich. Ja, war schon ein bisschen unnötig, das hast recht. Aber ist schon schön. Auf jeden Fall bedanken wir uns. Das ist auf jeden Fall besser als in den Drecksloch. Guck mal da oben zum Mond. Rechts oben. Wunderschön. Das ist echt so schön. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.